Wir hatten gerade in Valencia abgelegt, waren noch auf dem Mittelmeer, Uhren Richtung Gibraltar. Wetter war wirklich super schön, aber wir hatten ordentlich Schwell, der so von vorne Steuerbord kam. Und an dem Tag dachte ich mir: Mensch, du musst unbedingt so eine coole Aufnahme vom Bug machen. Ich finde das so genial, wenn vorne dieser Wulstbug aus dem Wasser auftaucht, dann wieder rein. Und bei diesem Schwell, den wir hatten, stampfte das Schiff richtig schön. Stampfen ist also, wenn das Schiff rauf und runter geht. Rollen ist halt eher so diese Bewegung. Ich habe mir meine GoPro geschnappt. Die GoPro Vorne ans Stativ gemacht, bin dann ganz vorne an den Bug gegangen. Kann man sich hinstellen, kann dann runter gucken und sieht dann auch diesen Bug. Dann habe ich mit dem Stativ also die GoPro da irgendwie vorne so drüber ge, äh, gedengelt, also dass ich die festhalten konnte, habe mich da irgendwie mit meinen... Händen so ein bisschen ja rein verklemmt, damit die GoPro möglichst stabil ist. Ja, und dann habe ich sie einfach laufen lassen. Und das Schiff, wie ihr gesehen habt, das stampfte und es kam teilweise richtig geil die Gischt hoch. Ja, und dann. Stand ich da und plötzlich sah ich irgendwie so aus dem Augenwinkel, dass da drei Delfine ankamen. Und ich konnte es ja ehrlich gesagt gar nicht glauben. Das war so mein Wunschtraum. Irgendwie oh, Delfine vor dem Bug. Und dann kamen die wirklich, diese drei Delfine, schwammen vorne vor den Bug. Und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Das Schiff weiter halt da rauf, runter. Die Delfine spielten also da vorne vor diesem Bug. Ähm, vielleicht habt ihr sie gesehen. In dem Intro. Es war so ein kleiner winziger Schwanz drauf. Und irgendwann ging mir dann auch so ein Licht auf, denn ich hatte die GoPro auf linear gestellt, damit die also nicht ganz so extrem weitwinklig ist. Ich hatte ja überhaupt nicht damit gerechnet, dass Delfine kommen. Also war die GoPro mit dieser linearen Einstellung nach unten gerichtet, um richtig schön diesen Bug aufzunehmen. Ja, und dann dämmerte es mir irgendwie, hm, dachte ich, scheiße. Vielleicht musst du nochmal die Einstellung ein bisschen ändern. Also alles wieder raus, ganz schnell drauf geguckt auf dieses GoPro-Bild. Und ja, natürlich, es bewahrheitete sich äh, nichts von den Delfinen. Also wirklich nur so ein kleines Schwänzchen da hinten. Ich äh, bin gespannt, ob das überhaupt irgendjemand von euch gesehen hat. Ich also GoPro umgemodelt, neuen Blickwinkel eingestellt. Kamera ein bisschen mehr nach vorne geneigt. Ich wollte halt so gerne vorne das Hamburg-Wappen von dem Schild mit drauf haben, von dem Schiff. Aber das ist halt nicht so einfach, weil das Ganze, also man steht da oben, also irgendwie so 15 Meter über dem Wasser und dann ist da halt dieses riesige Hamburg-Wappen ziemlich nah an einem dran und dieser Bug mit den Delfinen ist dann halt irgendwie ja sehr weit weg. Und <laughs> naja, auf jeden Fall habe ich dann die Kameraeinstellung verändert. Hab die GoPro noch mal ein bisschen nach vorne ähm, gestellt und äh, ja, dann habe ich gefilmt und gefilmt und was soll ich euch sagen? Natürlich waren die Delfine weg. Die hatten gar keinen Bock mehr darauf. Aber ich hatte ja Ausdauer und ich habe die Kamera laufen lassen und laufen lassen. Also bestimmt, weiß ich nicht, zehn Minuten oder so und immer darauf gewartet, dass diese Delfine zurückkommen. Naja, irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr zu warten und Dachte mir, irgendwann kommen sie vielleicht noch mal wieder. Auf jeden Fall sah ich dann: Mensch, die eine Welle, die nimmst du noch mit? Ja, die ist vielleicht schön. Ja, die kommt vielleicht wieder richtig schön hoch. Sieht cool aus. Ja, und äh, das Schiff tauchte ein. Die Welle schlug gegen den Bug über das ganze Schiff. Ich komme. Geduscht, die GoPro samt Stativ mir aus der Hand geschlagen, ähm, mir dabei fast noch den, äh, den Finger gequetscht äh, am Stativ. Und naja, ich pitch nass, GoPro in der Hand, aus der GoPro lief nur Wasser raus. Und naja, das ist halt so die Geschichte, wie ich meine GoPro gecrasht habe auf dieser Reise. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, Mensch Paddy, so eine GoPro, die ist doch eigentlich wasserdicht, oder? Ja, aber da gibt es dann so Leute, die sind so schlau und vor allem faul, Tauschen den Deckel an der Seite aus und äh, machen da einen neuen Deckel drauf, wo halt so eine kleine Aussparung drin ist, damit man einfach das USB-Kabel jederzeit zum Aufladen da reinstecken kann. Und ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass die Welle so hoch ist und ich da wirklich die totale ähm, Volldusche bekomme. Naja, auf jeden Fall GoPro komplett hin und. Ähm, ja, ja, GoPro war jetzt aber gar nicht meine größte Sorge. Meine größte Sorge waren natürlich die Aufnahmen, weil da war auch noch einiges mehr von dem Tag drauf. Ja, was macht man dann auf hoher See? Ähm, ganz schnell die Speicherkarte auslesen. Aber es kam nur Fehlermeldung. Der Mac wollte das Ding gleich formatieren und ließ sich nicht lesen. Also konnte machen, was ich wollte. Speicherkarte war nicht lesbar. Also habe ich dann irgendwie versucht, auf See mir ein Datenrettungsprogramm zu laden. Das Problem war, kein Empfang. Aber so ein Schiff ist ja heutzutage sogar mit WLAN ausgestattet. Das ist nicht ganz so schnell, dieses WLAN an Bord. Aber ich habe dann einen guten Spot erwischt, irgendwann so nach dem Mittag, wo ich genau wusste, die Filipinos und die ganze Mannschaft, die sind alle am Arbeiten, die sind jetzt nicht im Internet, ich habe das fast für mich alleine. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, so ein Datenrettungsprogramm mit nur 69 mb in knapp 50 Minuten herunterzuladen. Da war ich schon mal super stolz. Das Problem war, für die eigentliche Wiederherstellung musste ich das Ding kaufen. Ja, und sowas zu kaufen ist dann auch wieder eine ganz neue Herausforderung, denn wenn man seinen PayPal-Account auf Zwei-Faktor-Authentifizierung gestellt hat, dann bekommt man ja immer eine SMS, um halt einen Kauf mit einem Code zu bestätigen. Wenn man aber keinen Mobilfunk hat, bekommt man keine SMS. Also schied das Ganze schon mal aus. Dann Kreditkarte probiert. Die Scheiß-Kreditkarte wollte auch so einen blöden SMS-TAN schicken. Aber glücklicherweise hatte ich noch eine zweite Kreditkarte und bei der bestand dann die Möglichkeit, einen Offline-Code zu generieren. Und ja, ich konnte glücklicherweise die Aufnahmen retten, bis auf die letzte Datei. Ich hätte natürlich unheimlich gerne noch diese eine Aufnahme gesehen, wo also wirklich diese Riesenwelle über mich rüber ist. Die ließ ich also wirklich auf Biegen und Brechen nicht mehr retten. Ja, das ist zur Einstimmung die Geschichte, wie ich meine GoPro geschrottet habe. Moin Leute, ich heiße euch äh, herzlich willkommen zu diesem kleinen Weihnachtsstream und muss als erstes mal fragen, wer von euch war das? Ich hatte heute in der Post äh, von Amazon anonym ein Paket mit dieser Zipfelmütze und war kein Zettel bei, gar nichts. Von daher jetzt mal die Frage. Wer war's? Ich fühlte mich natürlich genötigt, das Ding aufzusetzen, wenn ich hier schon was von Weihnachtsstream erzähle. Also insofern, es könnte höchstens sein, dass es mir gleich ein bisschen warm darunter wird. Also insofern, ähm, ja, gut. Ich heiße euch willkommen zu einem kleinen einem kleinen Welcome Backstream. Ich dachte mir, ich melde mich mal und erzähle mal ein klein bisschen was so von der von meiner Reise. Ich kann allerdings und möchte noch nicht alles erzählen. Also ich will nur mal so so ein ganz bisschen was anteasern. Ach hier, der Kai war es. Ja, Kai, vielen Dank. Ich werde dich immer in Erinnerung halten. Ja? Mach einen Screenshot davon und hänge dir an die Wand. Also ich ähm, will jetzt natürlich noch nicht alles zeigen und alles erzählen, weil natürlich geplant ist, dass ich davon auch ein Video mache und ich möchte da natürlich auch ähm, irgendwie wieder ein Magazin rausmachen. machen, also ein Buch wird es wahrscheinlich nicht, aber ich will eins von den großen Hashtags machen, vielleicht mache ich auch ein großes und ein kleines, ähm, da muss ich mal sehen, was das Ganze hergibt. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt noch nicht alles, dann hätte ich ja mein ganzes Futter schon verbraten. Insofern fordere ich euch hier gerne auf, mich heute auch ein bisschen mit Fragen zu bombardieren. Also gerade auch zu der Reise, gerne auch zu anderen Themen. Also immer her damit, das können wir heute machen. Ja, hier kam schon die Frage. Paddy übernimmt die Vorspeise bis 21 Uhr und dann kommt Faisy. Ähm, äh, ja, Faisy liegt leider flach. Den hat es vollkommen dahin äh, gerafft. Ähm, der musste heute irgendwie sogar zum Arzt. Eigentlich hatten wir geplant, für heute 21 Uhr eine neue Ausgabe von Mit Alles und Scharf zu machen. Aber er hat mich gestern schon vorgewarnt und gesagt: Höchstwahrscheinlich wird das nichts, dem geht es so dreckig. Und deshalb haben wir das jetzt erstmal auf Freitag verschoben. Ich hoffe, dass er Freitag wieder fit ist. Und jo, deshalb mache ich hier heute mal einen kleinen Stream alleine. Ja, so. Ähm, ja, und der Remo, der fragt, mit welchem Programm ist die Rettung gelungen? Ähm. Das ist eine gute Frage, die, das muss ich mal gerade nachgucken. Es war eigentlich so das Erstbeste, was ich gefunden hatte. Muss man gerade schauen, wie das heißt. Disk Drill nennt sich das. Disk Drill für Mac. Und hat das also wirklich super gemacht. Hat also alle Fotos und alle, ähm, alle Videos wiederhergestellt, bis auf diese eine Datei, die halt gerade lief. Ja, das ähm, mit den Delfinen, das war natürlich ganz cool, aber leider waren sie nicht drauf. Und ähm, ja, ich hatte da natürlich gehofft, dass ich irgendwie nochmal Delfine sehe. Ähm, und an einem anderen Tag, da äh, habe ich einen von, ich sag mal so, gefühlten 100 Regenbögen fotografiert. Ähm, also, Regenbogen hatten wir eigentlich fast jeden Tag. Und es war auch fast immer ein kompletter Regenbogen. Meistens war auch noch ein zweiter dabei. Und äh, an dem Tag habe ich also hier ähm, diesen Regenbogen an der Seite fotografiert. Das ist äh, die Steuerbordseite. Wenn man also links in Bildrichtung geht, kommt man nach vorne. Und ähm, ja, das war halt dann so ein Regenbogenbild, dachte ich mir. Aber dann äh, sah ich plötzlich, wie also hier vorm, also seitlich am Schiff plötzlich wieder ein Delfin langschwamm. Der sprang also so richtig schön aus dem Wasser und ähm, war auf dem Weg nach vorne. Ich also wieder wie ein Berserker nach vorne ähm, gerannt und dachte mir, so, heute machst du dein Delfinfoto. Natürlich im Eifer des Gefechts, wie das halt so ist, ja, nicht richtig auf die Kameraeinstellung geachtet. Ich dachte nur, oh, die Sonne scheint ist mit dem Licht alles kein Thema. Ja, Kamera auf äh, Zeitautomatik. Dann da dachte ich mir, ach wenn du darunter äh, fotografierst, ist eigentlich mit der Schärfe kein Thema. Ich hatte einen Weitwinkel drauf und ähm, dachte mir, ach komm, jetzt knallst du einfach Blende 5-6 rein. Das geht schon, das ist überhaupt kein Thema. Also damit kriegst du ähm, auf jeden Fall alles scharf und die Belichtungszeit, die wird schon kurz genug sein. Ja, Pussekuchen. Ähm, immerhin habe ich an dem Tag einen Delfin gesehen. <laughs> Dieser eine Delfin, der war, glaube ich, gefühlte 20 Sekunden da. In diesen 20 Sekunden habe ich äh, Weiß ich nicht, wie viele Bilder gemacht, also ich habe wie ein Berserker drauf gehalten und immerhin dann ein Bild erwischt, wo er so halbwegs drauf zu erkennen ist und da sieht man dann aber auch mal so ein bisschen die Dimension. Also so ein Delfin, der ist dann von da oben, wenn man halt auch das Wappen von dem Schiff mit drauf haben will, doch ganz schön klein irgendwie. Ich habe mich dann hinterher geärgert, weil ja, wie das halt so ist, ne? Dummpuddy dachte, das geht schon alles, aber am Ende war das dann irgendwie eine 80 Sekunde Belichtungszeit, so dass, das, äh, so dass der Delfin halt leider nicht so ganz scharf ist. Aber ähm, naja, ich mag das eigentlich auch, wenn das Wasser so ein bisschen unschärfer hat. Ist zumindest meine Ausrede bei dem Bild. Aber wir wollen da jetzt am besten auch gar nicht weiter reinzoomen. Ja, aber ähm, wie der Zufall so wollte, kurz vor New York... Der letzte Tag, wir hatten einen wahnsinnigen Wind, das sieht man hier auch so ein bisschen an den Wellen. Also wir hatten, ähm, den Tag vorher hatten wir 50 Knoten Wind. Das Deck war auch gesperrt, also es durfte keiner rausgehen. Das Schiff fuhr permanent mit, ähm, mit Schräglage, weil der Wind so auf die Seite gedrückt hat. Und am letzten Tag, bevor wir in New York ankamen, konnten wir wieder raus. Und dann sagte der zweite Offizier zu mir, du da vorne, da sind irgendwie so fünf Delfine oder so. Ich also wieder wie ein Bekloppter nach vorne. Licht war nicht so schön. Deshalb ist das Wasser auch nicht so schön blau. Aber ich nach vorne gerannt wie ein Bekloppter. Und ähm, ich glaube, ich habe in der Zeit, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 500 oder 600 Delfinbilder gemacht, äh, von denen dann also wirklich nur ein paar übrig geblieben sind. Das Problem an der Geschichte ist, diese Delfine, die machen halt nie das, was man will. Ich dachte mir, am schönsten ist das Bild natürlich, wenn der Bug gerade aus dem Wasser kommt, man dann noch so eine schöne Bugwelle hat und dann natürlich diese Delfine möglichst synchron alle aus dem Wasser springen. Haben sie natürlich nicht gemacht und äh, an dem Tag hatten wir auch... Ähm, also, der Wind, der drückte halt die ganze Zeit, ganze Zeit von der Seite, von rechts, von Steuerbord und das Schiff war nicht am Stampfen. Das heißt, der Bug, der ist gar nicht richtig aus dem Wasser gekommen. Also, das hier, das war so das Höchste der Gefühle. Und deshalb hatten wir halt auch nicht so eine schöne Bugwelle, mit der die Delfine dann spielen konnten. Aber immerhin dachte ich mir, machst du hier mal so 500, 600 Delfinbilder. Ja, Ausschuss war riesengroß. Nee, das ist kein Delfinbild mehr, am Ende sind irgendwie so drei oder vier Bilder übrig geblieben. Aber ich kann euch sagen, also das äh, alleine mal mit eigenen Augen zu sehen, ist schon ziemlich cool. Und an dem Tag habe ich dann auch noch eine kurze Videosequenz gemacht, die äh, lasse ich jetzt auch mal laufen. Da ist jetzt überhaupt kein Ton drunter, weil das habe ich dann, die GoPro war ja hinüber, aber ich hatte dann ja noch die SL2. Ähm, aber das ging tonmäßig gar nicht. Also, ich hatte da kein Mikro drauf, weil ich da nicht mit gerechnet hatte. Also, kein Mikro mit Windpuschel. Und das eingebaute Mikro, das hat also wirklich nur generiert. Also, das war wirklich ähm, eine ziemliche Vollkatastrophe, will ich mal sagen. Aber es ist schon echt beeindruckend. Also, wenn man da dann mal steht, sich das anguckt und dann wirklich so mit eigenen Augen diese Delfine, wie sie da vorne vor diesem Bug. Äh Her, äh, schwamm. Das war schon echt abgefahren. Also Stefan fragt, wie schnell wir da unterwegs waren. Wir waren da gar nicht so schnell. Also da, ähm, als wir auf New York zusteuerten, ach, ist das zehn, zehn Knoten gewesen sein. Also viel schneller war das nicht, ähm, weil wir mussten nämlich vor New York dann plötzlich noch mal langsamer fahren, weil wir dann doch äh, ja einen Tag später einlaufen sollten. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall. Diese Aufnahmen gemacht zu haben. So, der Klaus fragt, welche Linsen im Gepäck waren? Ähm, ja, alle. Also, ich hatte alles dabei von 16 mm bis 400 mm. Ähm, Zoomobjektive 16, 28, 28, äh, 70. Hatte auch noch Festbrennweiten dabei 35, 50. Also, insofern eigentlich so alles Mögliche, äh, was man so braucht. Ja, und ähm, also ich muss auch sagen, diese Zoom-Objektive, die haben sich an Bord dann doch als äh, sehr hilfreich erwiesen. Und so gerne ich mit Festbrennweiten arbeite, aber es war teilweise halt vom Wetter so, dass selbst ich irgendwann gesagt habe, nee, jetzt hast du keinen Bock mehr hier Linsen zu wechseln. Das ist äh, so windig, das Salzwasser spritzt überall durch die Gegend. Und da war ich dann doch ganz froh, dass ich einfach irgendwie das 2870 draufgeknallt habe und dann einfach auch draufgelassen habe, statt irgendwie <laughs> da permanent hin und her zu wechseln. Und der Erik fragt, hast du denn beide SL2S wirklich gebraucht? Ähm, Erik, nee. Also die meine SL2S, die hat ihren Job gut gemacht und die zweite, die ich mir geliehen hatte, die war nur Backup, die habe ich mal bei, die hatte ich mal bei 1, 2, ein, zwei Videos dabei, einfach als zweite Kameraperspektive. Ne? Also insofern, <laughs> ja. Nee, also die, äh, ich muss auch sagen, die, wir sind zum Beispiel in Barcelona ausgelaufen und da war es, boah, da war es, da hat es so geschüttet. Ähm, und äh, ich hatte erst überlegt und dachte mir, Mensch, gehst du hier jetzt raus, aber... Hatte eigentlich überhaupt keinen Bock, aber dann dachte ich mir wieder: Mensch, die armen Kerle da vorne, die müssen jetzt irgendwie das, äh, das Schiff losmachen und äh, da im strömenden Regen, ähm, dann kann doch wohl der Fotograf hier auch mal irgendwie nach vorne gehen und sich da ein bisschen nass machen. Ähm, und hier mal ein Bild davon: Also, das war wirklich, äh, das war noch eins der früheren, also hinterher bin ich gar nicht mehr nachgekommen mit Objektivputzen. Also, das ist wirklich Diagonalregen in alle Richtungen gewesen. Die Kamera war absolut. Klitschnass, also wirklich, die war so nass. Und die meisten der Bilder, die haben also wirklich richtig fette Wasserflecken, die man dann auch irgendwie nicht mehr runterbekommt. Vor allem, weil da halt, wenn es, also es war wirklich stockduster. Wir sind früh morgens ausgelaufen. Und wenn dann halt hier diese hellen Lampen leuchten und du dann Wasserflecken auf dem Objektiv hast, das ist dann wirklich nicht schön. Also, es sind dann wirklich so richtig fette Flatschen da. Na, also, insofern ja. Ja, also das mal so als kleine Einstimmung. Ne? So, dann äh, hier der Hyretin fragt, ist noch etwas kaputt gegangen außer der GoPro? Hm, nö, eigentlich nicht. Nö. Das Einzige, was ich verloren habe, ist vom Stativ. Da ist unten so eine Gummischraube drin unterm Fuß. Aber das so jetzt wird mir aber doch ein bisschen warm. Kai, ich hoffe, das hat gereicht. Vielen Dank trotzdem für die Mütze. Guck mal, jetzt habe ich auch gleich hier, weil mir warm wurde, extrem stromlinienförmige Figur. Nee, also es ist sonst nichts kaputt gegangen. Und die GoPro, muss ich sagen, ähm, bekomme ich sogar ersetzt. Ich habe ja die GoPro 11, die habe ich kurz vor der Reise gekauft. Und GoPro hat ja immer diese Angebote. Ne? Wenn du jetzt das äh, Abo mit abschließt, dann kriegst du die Kamera 100 Euro günstiger. Und was soll ich mit dem Abo bei GoPro? Das Gute ist aber, dieses Abo kannst du dann einfach nach dem Kauf kündigen. Und das hatte ich aber nicht gemacht. Und im Abo von GoPro sind aber bis zu zwei Kameratauschs drin ja, und ähm, dann dachte ich mir auch, ja, das ist ja geil. Ne? Kamera geschrottet, kannst du einfach tauschen, obwohl es halt eigene Schuld war. Und äh, dann hatte ich mich noch mal informiert, hatte noch mal gelesen und äh, dann bin ich auch auf den Pferdefuß gestoßen. Und der Pferdefuß bei diesem Abo ist, dass wenn man die GoPro tauscht, man noch mal 100 Euro zahlen muss. Wäre mir jetzt ehrlich gesagt egal gewesen, weil ich hatte die Bilder ich habe mich über die Aufnahmen gefreut habe mich gefreut, dass, die, ähm, äh, dass ich die größtenteils retten konnte. Und naja, gut, äh, wenn die GoPro alles ist, was im Eimer ist, dachte ich mir. Aber dann habe ich einfach mal per Chat den GoPro Support ähm, angefunkt. Und ähm, naja, da hatte ich dann hier so einen Support Agent dran sagte ich, ja, ich würde gerne meine Kamera austauschen lassen, die hat einen Wasserschaden. Und dann kamen halt so Standardfragen und eine war dann auch, ja, wie tief sind Sie denn mit der Kamera getaucht und wo läuft das Wasser raus, an welcher Stelle? Und dann habe ich geantwortet, ja, das Wasser, das lief überall raus und ich bin damit nicht getaucht, sondern ich stand 15 Meter vorne auf einem Containerschiff. Dann kam eine Riesenwelle, hat mir die GoPro aus der Hand geschlagen und. Dabei wurde sie halt komplett geflutet. Und dann war erstmal Ruhe und dann, und dann schrieb er: Moment, ich muss mal mit meinem Vorgesetzten reden, den Fall hatten wir noch nicht. Und dann haben sie aber, hat er kurze Zeit später geantwortet, dass sie mir die kulanterweise, freundlicherweise kostenlos austauschen. Das heißt, bekomme also demnächst ähm, eine neue GoPro. Ja. Und ich hatte dann auch erst versucht, die GoPro zu retten. Ich bin dann zum Koch, äh, habe gesagt, ich brauche eine riesen Schüssel Reis. Äh, der Koch hat schon ein bisschen komisch geguckt, äh, habe ich ihm das aber erklärt, und dann wusste er auch sofort, was ich wollte. Aber das hat alles nichts gebracht. Ähm, die GoPro ist hinterher noch mal angegangen, aber sie lief nicht richtig. Also sie hat noch mal irgendwas gemacht, geleuchtet. Auf dem vorderen Display kam auch noch mal ein Bild, aber du hast sofort gemerkt. Irgendwas ist da in die Dotten gegangen. Also insofern, ja, ähm, keine Ahnung. Vielleicht hätte man sie retten können mit ein bisschen mehr fein mechanisch, fein elektronischem Sachverstand, aber äh, das fehlte mir an Bord dann. Ja, der Stefan fragt, da dürfte ja wohl fettes Frieren angesagt gewesen oder? Nee, also es war wirklich so, dass wir bis. Also bis ein paar Tage vor New York hatten wir eigentlich immer 16, 17, 18 Grad. Also wirklich super Wetter auf dem Mittelmeer sowieso. Und Richtung New York, also der Atlantik, der ist gar nicht so kalt. Also das Wasser war auch teilweise 20, 21 Grad. Später dann. Ähm Später dann so in Richtung 17, 18 Grad, als wir nach New York kamen. Aber irgendwo da läuft dann ja auch der Golfstrom lang, der ja auch Wärme transportiert. Also das war alles sehr angenehm. Aber wie gesagt, als wir dann in Richtung New York kamen, da war das dann ähm, ja vorbei. Da wurde es dann tatsächlich kalt. Wir mussten dann nochmal ausweichen. Also wir sind. Die meiste Strecke lief eigentlich sehr reibungslos. Also nachdem wir Gibraltar passiert hatten, sind wir auf den sogenannten Großkreis gefahren. Der Großkreis ist der Kurs, der also auch die Erdwölbung mit einbezieht. Ja, das ist also auf der Karte, also auf einer 2D-Karte keine gerade Linie, sondern das ist eine Kurve. Also nach oben oder unten weiß ich jetzt nicht mehr. Und das ist am Prinzip auf der Erdkugel die direkte Verbindung und damit die kürzeste und schnellste Route. Und die konnten wir halt auch wirklich bis fast äh, vor New York durchfahren. Wir hatten dann irgendwann mal die Meldung bekommen, dass, ähm, dass wir einen Tag früher da sein sollen. Und ja, das versetzt das ganze Schiff dann in Aufregung. Das heißt, dann heißt es erstmal Gas geben. Dann sind wir also irgendwie zwei drei Tage oder so mit 19 Knoten gebrettert, wobei Brettern in Anführungszeichen, die Schiffe fahren heute nicht mehr ganz so schnell wie früher. Und um diesen einen Tag rauszuholen. Und als wir diesen einen Tag dann fast rausgeholt hatten, kam dann also die Meldung, ähm, ja, nee, ähm, ist es übrigens wieder das ursprüngliche Ankunftsdatum. Also wieder, das war dann der 11 zwölfte, was dann bedeutete, dass wir so langsam fahren mussten, wie es gar nicht geht, also irgendwie zehn Knoten oder langsamer. Das Problem an der Stelle war, dass plötzlich ein Sturm kam und dann kam halt auch die Meldung: Leute, seht zu, verpisst euch da, ähm, haut da so schnell wie möglich ab. Und dann sind wir halt von diesem Großkreiskurs abgewichen, sind ein bisschen südlich gefahren, um dem Ganzen etwas auszuweichen aber ähm, ja wie gesagt das waren dann trotzdem die Ausläufer von dem Sturm das Schiff hat also ich weiß gar nicht ob ich hier äh, muss mal gucken ob ich hier irgendwo ein Foto habe ähm, ja eins habe ich hier also wir sind ähm, wirklich zwei drei Tage permanent mit Schräglage gefahren ähm, es ist gar nicht so viel gewesen also es waren glaube ich nicht mal fünf Grad also jetzt nichts was irgendwie dem Schiff was antut, also aber es stellt einen vor ganz neue Herausforderungen, denn der Ablauf von meiner Dusche, der war quasi jetzt bergauf. Das heißt, wenn ich geduscht habe, ist das Wasser nicht abgelaufen, weil also das Schiff die ganze Zeit Schräglage hatte. Äh, da musste ich halt die ganze Zeit darauf hoffen, dass sich das Schiff irgendwann mal wieder aufrichtet, damit dann endlich auch das Wasser aus der Dusche abläuft. Ja, und so sind wir dann ja bestimmt drei Tage gefahren, ein ähm, bisschen ausgewichen, kleinen Umweg genommen und dann am ähm, Tag bevor wir äh, New York erreicht haben, da ließ dann halt auch der Wind wieder nach und das war dann halt auch da, wo ich äh, dann noch mal die Delfinfotos machen konnte. Also es war auch wirklich die letzte Chance, es war ich glaube, die Fotos, die sind so 15.30, 30, 16 Uhr entstanden, kurz vor Sonnenuntergang. Und es war also auch wirklich die letzte Chance, weil nächsten Morgen sollten wir um 3 Uhr, oh, Frosch im Heiz, nächsten Morgen sollten wir um 3 Uhr äh, an der Lotsenstation sein. Ja, Wind war übrigens äh, also wirklich in der Spitze 50 bis 60 Knoten. Und äh, das ist nichts, wo man dann rausgehen will. Das ähm, ja, ist dann schon heftig. Ich hatte mir natürlich vorher vorgestellt, ach, du machst so richtig geile Unwetterfotos, aber du kannst nicht raus. Also es geht gar nicht. Ne? Also da jetzt bei dem Wetter sich nach vorne zu stellen und dann äh, da Delfinwatching zu machen, das wäre also wirklich eine ähm, ganz, ganz schlechte Idee gewesen. Ja, äh, Streets of Hamburg sagt, äh, schlecht beladen. Ähm, ist eigentlich ein ganz gutes, ich weiß, dass du das äh, äh, witzig meinst, aber es ist eigentlich ganz, ein ganz gutes Stichwort, weil diese Schifte, Schiffe, die haben ja ein Ballastsystem. Das heißt, sie haben riesige Wassertanks unten ähm, drin und äh, können dann also die Gewichtsverteilung äh, steuern. Und ich habe dann auch gefragt, äh, ob das nicht Sinn macht, jetzt irgendwie den Ballast neu zu verteilen. Aber der Chief Mate, der meinte dann auch, nee, das ist eigentlich äh, in der Situation Quatsch, dagegen anzuballasten. Weil in dem Moment, äh, sag ich mal, wo der Wind mal nachlässt oder eine Welle kommt, äh, dann richtet sich das Schiff auf und dann hat man auf einmal zu viel Gewicht auf der anderen Seite. Also es ist wohl immer so, ja, ist, ja, ist, muss man immer so ein bisschen abwägen. Ne? Ob man jetzt wie sagt, man fährt lieber mit ein bisschen Schräglage oder man möchte das also ganz penibel gerade haben. Gerade ist sowieso schwierig. Also ich mit meinem Linientick habe also ernsthafte Probleme gehabt an Bord, denn irgendwas ist da immer schief. Fun fact übrigens, es gibt keine Wasserwagen an Bord. Also die haben alles an Werkzeugen, außer Wasserwagen. Und jetzt weiß ich auch warum. <laughs> ja, New York war ehrlich gesagt eine kleine Enttäuschung beim Einlaufen. Ähm wir sind halt um 3 Uhr an der Lotsenstation gewesen. Und es war stockduster. Ja, Winter, also da ist ja genauso wie hier, äh, geht die Sonne halt äh, spät auf und früh unter. 3 Uhr Lotsenstation, dann hatten wir noch irgendwie so anderthalb bis zwei Stunden mit dem Lotsen, bis wir wirklich festgemacht haben. Also ich glaube, wir sind halt irgendwann zwischen 5 und 6 Uhr angekommen. Äh, lichtmäßig war da also wirklich nicht viel zu holen. Und naja, die Skyline von New York, die war auch wirklich weit weg. Ja, also hier auf dem Bild, da kann man sie ganz gut sehen. Aber halt so richtig schöne, kitschige Skyline-Fotos, die waren irgendwie nicht drin. Ich habe ein paar gemacht, auch ein bisschen was von der Mannschaft, wo man so ein bisschen Skyline im Hintergrund sieht. Aber naja, insgesamt war das eher, ja. Sie haben sich stets bemüht. Also dazu war es halt noch äh, total grau in grau. Also wir hatten auch null Sonnenaufgang. Es war also einfach nur eine Soppe über New York. Äh, und da war es halt dann auch wirklich schweinekalt. Jo. Ja, was in New York? Ähm, wen ich da auch kennengelernt habe, das ist äh, den äh, Reverend, ich muss das nochmal gucken, Arndt braun Stork. Das ist ein deutscher Pastor von der äh, Deutschen Seemannsmission in New York. Die Seemannsmission. Die Deutsche Seemannsmission hat quasi eine Dependance in New York, sind allerdings irgendwie mit den New Yorkern zusammengegangen. Also das läuft nicht mehr unter Deutsche Seemannsmission, sondern das ist, das nennt sich, glaube ich, wie heißt das, warte mal, ähm, Seafarers International House, genau. Und er ist da aber als Deutscher mit drin. Und ähm, den habe ich also kennengelernt, weil der besucht halt die Schiffe. Und was ich also wirklich ganz cool fand, der besorgt halt den Leuten auch was. Das heißt, sie schreiben teilweise vorher per WhatsApp an ihn, was sie brauchen, und er besorgt das dann. Also, wenn man das irgendwo online bestellen kann, lässt das zu sich liefern und bringt denen das an Bord. Und außerdem hat er, was ich also auch sehr cool fand, irgendwie 42 Pakete mit Weihnachtsgeschenken gebracht ähm, für die ganzen Seeleute. Das ist, war ja das Ausbildungsschiff von Hapag Lloyd, deshalb. Ähm, waren da so viele Leute an Bord, beziehungsweise ich muss dazu sagen, auf unserer Überfahrt waren wir nicht so viele, weil die Azubis fehlten. Die sind dann erst in New York zugestiegen, da sie äh, leider aufgrund eines Corona-Falls in Barcelona nicht zusteigen konnten. Also deshalb sind wir irgendwie nur mit der Kernmannschaft rübergefahren. Aber ich fand das halt sehr cool. Also auch seine Arbeit, also das, das fand ich echt klasse. Der hat dann auch die Leute abgeholt, ähm, hat dann gefragt, wer wohin will. Einige von der Mannschaft, die wollten einfach irgendwie was shoppen, äh, andere, die wollten irgendwie in die Stadt und dann verabredet er sich mit denen und sagt dann die und die Uhrzeit, holt die ab am Schiff und äh, fährt sie dann in die Stadt, beziehungsweise zu irgendeiner Bahnstation. Also der Hafen, in dem wir lagen, der ist in Newark. New York ist ja wirklich äh, von, äh, von, von Manhattan gesehen. Das ist ja am Arsch der Welt. Also, da fährt man mit dem Zug, ich sag mal so roundabout eine Stunde, muss man rechnen. Ne? Ähm, nee, und das finde ich halt sehr, sehr cool. Und ähm, aus dem Grund habe ich mir überlegt, ich möchte, äh, ich möchte euch heute. Ich möchte eine kleine Spendenaktion machen. Und zwar ist mir das gestern eingefallen, weil ich wieder ein paar Prints gemacht habe. Und ich habe einige, ich habe hier so eine Kiste. Das ist meine Kiste mit, ja, ich sag mal, Ausschuss oder Fehldrucken. Und diese ganzen Prints hier, die habe ich so über die Zeit gesammelt. Und ich möchte gerne diese Prints versteigern und den Erlös an den Pastor Braunstock Spenden von der Seemannsmission in New York. Ähm, was ist hier drin? Also es sind hier ein paar kleine Drucke drin, aber hauptsächlich alles A2 Drucke. Ähm, hier ist einiges drin von den Star Wars Girls. Hier, da. So. Ui, hier ist echt, also hier ist echt viel drin. Also Star Wars. Star Wars. Hier ist aber auch einiges aus der ersten Seafar Se Seafarers-Reihe. Hier ist sogar ein Bild drin, was gar nicht von mir ist. Vielleicht hat der ein oder andere den Stream gesehen. Aber hier. Oder hier. Und hier. Und hier. Also hier ist echt, hier sind echt coole Bilder drin. Und das sind halt Bilder, die... Ähm, ja, die haben irgendwie, irgendwas ist damit. Entweder ist ein Tintenklecks an der einen oder anderen äh, Ecke oder es ist mal ein Blatt so ganz leicht eingeknickt. Aber das ist jetzt, also ist jetzt nicht so, dass ich sage, das sind richtige Kackdrucke. Ganz im Gegenteil. Es ist halt nur so, dass man sagt, wenn man sie verkaufen will, dann möchte man doch irgendwie das ordentlich machen. Dann möchte man jemandem perfekten Druck geben. Und äh, ja, das ist halt hier alles so. Meine B-Ware. Also hier auch noch was aus der Türkei, Istanbul. Also es müssten, das sind weit über 20 Bilder. Also es müssen 22, 24 Bilder sein. Ganz viel Seafarers dabei. Äh, hier auch noch was aus New York. Und ja. Also gestern habe ich mir spontan überlegt, vielleicht hat ja jemand Lust, das zu ersteigern. Dieses ganze Paket in eins und der Erlös, der geht dann zu 100 Prozent an, äh, ja, an, an die Seemannsmission. Äh, er weiß von seinem Glück noch nichts. Ich muss ihn mal fragen, wie man das am besten macht, ob die ein PayPal-Konto haben. Aber das kriege ich auf jeden Fall schon geregelt. Und ähm, ja, also wenn jemand Lust hat. Das Ganze zu ersteigern, dann ähm, ja, könnt ihr da ja mal einen kleinen Moment drüber nachdenken. Und äh, dann würde ich gleich einfach sagen, dass ihr direkt im Chat äh, euer Gebot abgeben könnt für dieses Paket. Ja, und äh, gut, der Wolf, der fängt schon an mit 100 Euro. Ähm, gut, wir können das ja einfach mal, ihr könnt ja mal, äh, wenn ihr Lust habt, drauf bieten. Ähm, ich würde mich freuen, wenn da ein nettes Sümmchen zusammenkommt. So, dann, ähm, Andreas, nein, man kann nichts einzeln bekommen, weil das wäre jetzt, äh, wenn ich jetzt anfange, diese Bilder einzeln auszusortieren, dann äh, das, das, ist ein, ist ein Riesenaufwand. Ja. Also insofern, ähm, ich hatte das erst überlegt, aber die alle einzeln zu versteigern. Vielleicht würde es in Summe mehr bringen, wenn ich sie alle einzeln versteigere. Aber ähm, ich hoffe. Du verstehst, dass das vom Aufwand her schwierig ist. Ne? So. Ähm, so, der Stefan fragt, hast du denn die Trainingsvideos machen können ohne die Azubis? Also ich habe ja keine Trainingsvideos in dem Sinne gemacht. Also wir hatten ein bisschen was geplant mit Azubis. Ähm, Ah, und ich hatte auch die alte Azubi-Gruppe noch bis Barcelona an Bord, mit denen habe ich ein bisschen was gemacht. Aber es war jetzt nicht ganz so tragisch, dass sie nicht da waren, also insofern. Aber ja, also ich habe auch nichts dagegen, irgendwann noch mal los. Ne? Ja Und Eva fragt: was hast du noch in New York erlebt? Also in New York, oh Thomas, 250 Euro. Also in New York kam ich halt erstmal an bei strömendem Regen. Das äh, Problem, was ich halt hatte, ich wusste nicht, wann ich genau ankomme. Ich hatte auch kein Hotel gebucht. Das heißt, erst nachdem alles mit der Immigration klar war und ich dann auch sicher war, dass ich wirklich einreisen darf, habe ich ähm, ein verhältnismäßig günstiges Hotel in der Nähe vom Times Square gefunden. Hat halt nur 200 Euro die Nacht gekostet. Und ja, wer New Yorker Preise kennt, der weiß, dass 200 Euro am Times Square... Ehrlich gesagt, ein Schnapper ist. Und so war ich also noch drei Nächte in New York. Ich, ähm, den ersten Tag, der war aber so verregnet und ich war so kaputt von der ganzen, ich war ja, das war ja der Tag, wo wir auch eingelaufen sind, 3 Uhr aufgestanden. Also da habe ich nichts großartig erlebt. Und ähm, ja, die letzten, die anderen beiden Tage, muss ich gestehen, ich habe mich eigentlich nur treiben lassen. Also ich äh, hatte zwar vor, noch mal fotomäßig richtig Gas zu geben, aber als ich dann da war, muss ich gestehen, also irgendwie Times Square ist halt leider auch nicht so die geilste Gegend. Da ist halt alles nur Hekto-Elektro. Aber ich bin dann sehr, sehr viel mit der Subway gefahren, bin dann noch mal zu schöneren Orten gefahren. Ich habe noch mal die Staten Island äh, Fähre genommen. Ich habe ehrlich gesagt die New York Bilder noch gar nicht bearbeitet oder durchgeguckt. Ähm, muss mal gucken, ob ich hier irgendwas habe. Aber das ist noch alles komplett unsortiert aus New York. Ähm. So. Ja, also ich habe hier. Ähm, war hier an der Staten Island Fähre nochmal und habe da ein bisschen rumfotografiert. Habe mich dann irgendwie tierisch gefreut über dieses Bild, weil äh, irgendwie dachte ich, ach Mensch, das ist ja cool, Freiheitsstatue und dann diese Kräne im Hintergrund, irgendwie passt das. Ähm, ja, bin dann halt hier da ein bisschen rumgelaufen, ja, dann halt mit der Fähre rübergefahren. Also der ein oder andere, der kennt das, das Schöne an dieser Staten Island Fähre ist, man fährt halt von Manhattan weg und äh, hat dann also wirklich sehr schön die Skyline da im Blick. Und das Coole ist halt, dass die Staten Island-Fähre kostenlos ist. Na, die kostet nichts. Also, hier, das ist so, das ist so, ein, so eine typische Ansicht. Also, wie gesagt, alles noch komplett unbearbeitet. Na, also, oh, Stefan, 350 Euro. Sehr geil. Und jetzt schon mal einen fetten Dank. Ähm, ja, also Staten Island-Fähre finde ich persönlich ganz toll weil das halt auch ein normales Verkehrsmittel ist. Hier habe ich dann irgendwie noch mal versucht, irgendwelche Möwen zu fotografieren. Also ich glaube, da müsste es auch so um die 200, 300 Bilder geben mit irgendwelchen Möwen. Hier noch mal die Staten Island Fähre. Ja, aber ähm, eher so ein bisschen Postkartenmotive, die ich da fotografiert habe. Ja, hier also. Ihr seht, das mit den Möwen... Scheint immer ein Schaf zu sein. Ist vom Bildaufbau eher so eine 4-, aber naja, vielleicht mal gucken, vielleicht kann man da ja noch irgendwas zurechtschneiden aus der ganzen Geschichte. Wenn man hier irgendwie Möwe 1 und 2 so ein bisschen weghaut. Vielleicht kann man ja was draus machen. Irgendwie so. Ja. Ja. Achso, hier, das war dann noch ganz cool. Sonnenuntergang, hat sich hier in dem Gebäude gespiegelt. Ich weiß gar nicht, was das für ein Gebäude ist. Hier hinten ist die Brooklyn Bridge im Hintergrund. Äh, aber hier, guck mal. Also das war schon echt krass. Das ist echt krass. Also das ist wirklich noch unbearbeitet hier. Ne? Ähm, das, äh, das fand ich schon beeindruckend vom Licht her. Ja, und was ich mir dann aber nochmal gegeben habe, ich habe es zwar schon zigmal gemacht, aber... Was äh, meiner Meinung nach so immer eins der schönsten, achso, hier so dieser typische Blick hinten von der Fähre, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Gibt es auch ein, ein relativ berühmtes äh, Foto von Magnum äh, mit so einem älteren Herrn da hinten auf der Fähre? So, was ich dann aber nochmal gemacht habe, achso, ja, hier habe ich dann nochmal probiert, das Ganze mit der Freiheitsstatue bei Dunkelheit zu machen. Aber nächsten Morgen habe ich mir halt einfach nochmal hier Brooklyn Bridge bei Sonnenaufgang gegeben. Und das finde ich persönlich ist ja in New York so einer der, der schönsten Spots. Ne? Also gerade wenn hier hinten die Sonne aufgeht und die Brooklyn Bridge ist relativ leer, dazu war es arschkalt, muss ich sagen. Ähm ich habe mich da ein bisschen schwer getan, weil ich die Bilder eigentlich alle schon gemacht habe. Es gibt hier halt so diese typischen Zentralperspektiven auf die Brücke, halt im Gegenlicht oder mit dem Licht. Mit dem Licht natürlich dann sehr schön mit der Skyline. Aber ich gestehe, dass ich mich da wirklich ein bisschen schwer getan habe, was Neues hinzubekommen, was ich nicht schon mal gemacht habe. War mir dann aber auch ehrlich gesagt egal, weil das ist so ein Ding, da muss man halt so ein bisschen für den Moment leben. Also wirklich. Dieser Moment morgens da auf der Brücke, relativ wenig Leute, Sonne geht auf. Das ist schon echt richtig schön. Also, das ist wirklich, aber ich habe also bildmäßig, ja, ich muss mal gucken. Ähm, ja, hier dachte ich mir, ich bin ganz schlau und es war halt so kalt, dass, dass ich einfach mal meinen Atem vor die Linse gehaucht habe. Hat halt so semi gut funktioniert. Kann ich jetzt Dunst entfernen drauf machen, oder? Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Äh jetzt ist es Kunst, oder? Mit meinem Atem. Ja. Nee, also so viel äh, zu New York. Also, New York habe ich halt nicht so wahnsinnig. Ähm Wahnsinnig viel gemacht, hätte gerne mehr gemacht, aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich war ähm, drei Wochen auf dem Schiff und ich habe echt jeden Tag fotografiert, jeden Tag die Kamera in der Hand gehabt. Und in New York bis auf ähm, hier bei der Staten Island Fähre und bei der Brooklyn Bridge habe ich eigentlich die ganze Zeit nur das iPhone genommen und einfach so ein bisschen mich treiben lassen, was dann aber ehrlich gesagt auch mal ganz schön war. So, ähm... Ja, der Mark fragt, hat die SL2 all deine Erwartungen erfüllt? Ja, also die SL2 hat einen absolut super Job gemacht. Vor allem ist die zweimal wirklich richtig nass geworden und äh, ja, hat nicht wie die GoPro das zeitliche gesegnet. Also sie war wirklich klitschnass. Ähm, so, so richtig so ein Platzregen. Also insofern äh, ganz hervorragend. So, und der Sven fragt, wie viele Bilder hast du auf der gesamten Tour gemacht? Ich glaube, es sind um die 5000 gewesen. Ähm, Oh warte mal, meine, Ma äh, jetzt hackt meine Maus. Ich komme nicht auf den anderen Bildschirm rüber. Äh, komm her. So, da, jetzt geht sie wieder. Ich muss mal kurz nachgucken. Also, ich habe 5200 Bilder gemacht und die habe ich auch an Bord schon alle vorsortiert. Da sind aber schon irgendwie 3500 Bilder von rausgeflogen. Die Hälfte wahrscheinlich Delfinbilder. Also sind, sind halt auch viele Sachen, die sich wiederholen. Ne? Also, das, ihr glaubt gar nicht, wie viele Regenbogenbilder ich habe. Ähm, aber es ist teilweise auch schon echt abgefahren. Äh, ich muss mal gucken. Ich habe hier, glaube ich, so ein, ein oder zwei Regenbogenbilder. Wo ist denn hier meine verdammte Sammlung? Ähm, also, ja, hier einmal. Äh, so. Hier einmal. Äh, da hat uns die London Express verfolgt. Die kam auch aus Barcelona, war auch in Valencia. Und dann fuhr die teilweise wirklich eine ganze Zeit neben uns. Und ich dachte mir, Mensch, für das Marketing Department irgendwie so ein Bild von der London Express mit Regenbogen. Ja, ist halt ein bisschen klein, selbst mit dem Tele. Also, selbst mit 400 Millimeter war das dann schwierig. Und dann dachte ich mir, ach komm, mach's doch einfach mal mit dem ganzen Regenbogen. Vielleicht wird das irgendwann mal ein Suchbild. Also. Vielleicht, wenn ihr genau hinschaut, seht ihr hier unten noch ähm, das Bötchen. Ähm, so, und äh, ja, aber hier, das fand ich zum Beispiel ganz äh, spektakulär und beeindruckend. Ähm, also, ich habe noch nie vorher einen Regenbogen gesehen, wo wirklich direkt vor mir, also gefühlt vor meinen Füßen, Bogen ähm, sehen kann. Also. Das fand ich irgendwie schon beeindruckend. Also Regenbögen, so äh, ja kennt man, aber das äh, so hatte ich das ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen. Und äh, ja, also Regenbögen wie gesagt ohne Ende ähm, und äh, ja schräglagen Und äh, was ich dann aber auch gemacht habe, oder Moment, ich gehe erstmal zurück. Der Erwin fragt, bist du mit der PGI, äh, PGY Tech One Shoulder Kameratasche zufrieden? Ähm, ja, aber ich würde sie nicht nochmal kaufen. Und zwar, ich hole die mal und dann sage ich dir auch, was der Haken an der Tasche ist. Eine Sekunde. Also ich habe mir ja diese Tasche gekauft in erster Linie, weil sie diese gummierte Oberfläche hat. Und ich mir dachte, das ist fürs Schiff genau das Richtige. Öl, Dreck, Wasser, Salzwasser. Und deshalb wollte ich halt nicht die von Peak Design haben, die ja eher so eine Stoffoberfläche hat. Diese Tasche hat aber etwas, was sie gut gemeint haben, für meine Zwecke aber ein echter Showstopper war. Und zwar hat diese Tasche hier oben. So ein hartes Fach. Da kann man zum Beispiel eine Sonnenbrille rein tun und dann ist die hier gut geschützt. Das ist sehr gut gedacht. Das Problem ist, ich hatte diese Tasche und hatte da drei Objektive drin. Und wenn du hier jetzt ein 400er-Objektiv, wahrscheinlich auch bei einem 70-200 schon, also ein relativ langes Objektiv hier an der Seite, ich hatte das hier so stehend drin, äh, dann kriegst du die Tasche kaum noch zu beziehungsweise ich musste dann die, musste das hier immer alles so zusammenquetschen, damit das so halbwegs ging. Und das war im Prinzip so das, wo ich hinterher gesagt habe, ähm, ja, eigentlich gute Tasche, aber für meinen Fall mit diesem 400er ähm, etwas problematisch. So, der Erik, der möchte unbedingt wissen, ob ich auch Linsen von Leica dabei hatte. Ich hatte auch Linsen von Leica dabei. Ich hatte ja meinen Adapter dabei und hatte die M-Linsen, also insofern... Auch damit war ich ausgestattet. Äh, und der Klaus möchte wissen: 100, 400 von Sigma. Ähm, Klaus, das Tele, was ich dabei hatte, kann ich dir leider noch nicht sagen, welches das ist. Das äh, war nämlich tatsächlich ein Testgerät. Und ähm, das durfte ich vorab testen. Das kommt demnächst irgendwann auf den Markt. Ich kann dir aber nicht sagen, ob das jetzt von Sigma, Panasonic äh, oder sogar Leica ist. Insofern. Müsst ihr da leider noch ein bisschen warten, bis die Info kommt? So, ähm, dann möchte Streets of Hamburg wissen: Machst du dir die Arbeit und verschlagwortest deine Bilder? Nein, ich, äh, ich bin absoluter Keyword-Verweigerer. Äh, was ich mache, ist äh, einfach meine Bilder chronologisch sortieren, aber verschlagworten habe ich noch nie gemacht. Das dauert mir alles. Irgendwie zu lange und ist mir zu umständlich. Ähm, ich habe es mal versucht, habe dann aber festgestellt, dass das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ja, nochmal vielleicht ähm, zu den Bildern zurück. Also man hat halt <laughs> wettermäßig ähm, hier sehr viel äh, zu sehen. Ne? Also hier, man hat natürlich Sonnenauf- und Untergänge. Auch hier, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, was das ist, was ich hier fotografiert habe. Die Sonne kann das doch eigentlich nicht sein. Das war aber Sonnenuntergang. Ich weiß gar nicht, ob das der Mond ist, der irgendwie vom Sonnenuntergang angestrahlt wird. Also ich habe mir das Bild hinterher angeguckt und dann irgendwie dachte ich mir, was hast du denn da fotografiert? Also weil die Sonne kann ja nicht so verdeckt sein, oder? Also falls da jemand eine Idee hat, dass der Mond, keine Ahnung, weiß ich nicht, was ich da gemacht habe fand ich aber dann ganz cool das Bild. So, hier <laughs> solche Himmel teilweise. Also ist schon beeindruckend. Das war in Barcelona. Ähm, der Hafen ist auch direkt neben dem Flughafen. Also wie man sieht, ist hier auch noch ein kleines äh, kleiner Flieger mit drin. Ähm, ja, und dann äh, hier natürlich Sonnenaufgang, Untergang ohne Ende. So, was mir aber extrem Spaß gemacht hat an Bord, ich habe natürlich wieder den astro Party gemacht und äh, habe dann wieder versucht, irgendwie Sternenhimmel zu fotografieren. Das Problem an der Geschichte war, dass uns die ganze Zeit der Mond verfolgt hat. Also, als wir los sind Richtung Atlantik, da hatten wir schon ähm, zunehmenden Mond, der war schon verhältnismäßig hell. Als wir noch auf dem Mittelmeer waren, hatte man eigentlich fast immer irgendwo. Ähm, Lichtverschmutzung ähm, und auf dem Meer sieht man erstmal, wie weit diese Lichtverschmutzung äh, zu sehen ist. Also, zum Beispiel, als wir aus Barcelona ausgelaufen sind, hinter uns Barcelona, also hat man fast die ganze Nacht durchgesehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer man da theoretisch weit gucken kann, aber das ist echt schon krass. Ähm, so, da habe ich mich ein bisschen dran probiert. Ähm, ja, was ich dann aber doch ganz cool fand war den Mond mit drin zu haben. Es ist zwar fast unmöglich, hier ein Bild hinzukriegen, wo der Mond richtig belichtet ist, war mir dann aber egal. Man muss halt immer so ein bisschen mit den Belichtungszeiten jonglieren. Und also das Schiff fährt ja, aber es fährt halt verhältnismäßig ruhig, wenn man nicht gerade starken Wind hat und äh, wenn man also ein Stativ hat oder die Kamera auflegt, ihr seht hier, das war jetzt mit 0,8 Sekunden, ISO 1600, Blende 1,4 und da funktioniert das ganz gut. Und ehrlich gesagt finde ich es eigentlich auch ganz schön, dass das Wasser hier, ähm, dass es nicht so komplett glatt ist. Ne? Also man kennt ja so diesen extremen Langzeitbelichtungseffekt, wo das Wasser dann wirklich nur noch eine Fläche ist. Aber ich mag das hier eigentlich ganz gerne, dass ähm, ja, dass da halt so ein bisschen Dynamik nur drin ist. Ne? Und welches Bild mir persönlich dann aber sehr gut gefällt, das ist dieses hier. Das war dann Monduntergang. Das war also früh morgens, ich weiß nicht, es muss irgendwie so 5 Uhr gewesen sein, halb 5, 5 oder so. Und da ist der Mond halt gerade untergegangen. Und die meiste Zeit war es halt bewölkt. Und irgendwann ist er aber dann hier wirklich so ein bisschen so durch die Wolken gekommen. Und ähm, das ist mein Blick. Aus meiner Kammer gewesen. Also, ich bin einfach äh, aus dem Bett raus. Ich hatte mich dann umgedreht, geguckt. Ah, cooles Bild. Also in Unterhose ab ans Fenster, Kamera aufgelehnt und äh, dann dieses Bild gemacht. Und das ist, glaube ich, auch ist auch nicht so lange belichtet. 0,4 Sekunden bei ISO 3200. Also, so ähnlich wie das eben auch. Ähm, und falls ihr euch fragt, wo das Licht herkommt auf den Containern, das, ähm, das Schiff hat ja ein Toplicht. Also die hat ja so Positionslichter und oben in der Mitte ist halt ein Toplicht und das ist halt weiß. Und ja, bei dieser verhältnismäßig langen Belichtung hat dann halt dieses Toplicht, was eigentlich super dunkel ist, dann doch die Container noch so ein klein bisschen beleuchtet. Und das war dann so das Bild, was ich ganz schön fand. Vor allem, weil man halt hier überall noch so ein bisschen Sterne sieht. Ja. So. Ja, muss der Mond sein. Äh, vielen Dank für eure, äh, für eure äh, Unterstützung. So, der Stefan, der hat für das Paket äh, 350 Euro geboten. Ähm, falls, also ich gebe euch jetzt nochmal die Chance, ja, hier ein Riesenpaket mit geilen Prints. ja, über 20 Stück, hauptsächlich alles A2, der Erlös. Geht an die Seemannsmission in New York, an den Pfarrer Braun-Stork. Äh, ich finde es halt immer ganz cool, wenn man bei so Spendenaktionen irgendwie einen persönlichen Bezug hat. Und diese Idee, die kam ja, da dann irgendwie für den mal was zu machen. Also, falls jemand. Möchte noch jemand die 350 äh, überbieten? Ich habe 350 gehört von dem Stefan. 350 da vorne oder da oder sitzt er da? Wo ist der Stefan? Ach, guck mal hier, Weitwinkelhände, ne? Die sind cool. 350 Euro. 350 Euro zum ersten. Jetzt habe ich ja Versatz im Stream. Da kann ich ja gar nicht hier machen zum ersten, äh, zum dritten, zum, zum zweiten, zum dritten. Das geht ja gar nicht. Ähm, ähm, Rüdiger. Wenn du noch einen drauflegst, dann signiere ich auch die Bilder alle. Also es sind einige schon signiert, es sind nicht alle signiert, aber ich würde sie sogar alle signieren. Ja, das würde ich noch machen. Also jetzt nochmal die letzte Chance, die Bilder auch alle signiert für die Seemannsmission in New York. Also, ja, komm Rüdiger. 350 sind geboten. Jetzt kommen aber mir nicht mit 355. Ja, komm. Rüdiger, ich warte jetzt nochmal ein paar Sekunden ab, weil wir ja hier den Versatz im Stream haben und ich immer nicht weiß, wann das Ganze bei euch da draußen ankommt. Das ist immer so ein bisschen schwer zu beurteilen. Also von daher würde ich sonst sagen, ja, Rüdiger, es kommt nichts, also sagen wir hier mal 350 Euro an. Stefan mit F zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Stefan, vielen Dank. Tu mir bitte den Gefallen und schick mir eine E-Mail ähm, an diese E-Mail-Adresse. Und dann klären wir alles weitere. Ich muss nämlich gestehen, ich muss auch erstmal den. Äh, Fragen, wie man das am besten macht, ob die ein PayPal-Konto haben oder ob das über Überweisung geht. Also, da muss ich ehrlich gesagt auch erstmal checken. Aber ich denke, er wird sich bestimmt freuen. Ja, so kam denn hier noch. Ach so, der Gerald hatte noch gefragt: Kam die Drohne zum Einsatz? Ja, die Drohne kam zum Einsatz. Genau einmal. Ähm, wir hatten also eigentlich die ganze Zeit über immer Wind. Der fiel halt teilweise nicht so stark auf, weil wenn du irgendwie so 15 Knoten Wind hast, das ist jetzt nicht so dramatisch. Aber wenn du dann halt noch fährst, dann ist das halt ganz einfach in Summe so ein bisschen viel. Und ich glaube, es war vor Valencia, da mussten wir noch mal ein bisschen driften. Wir waren ein bisschen früh dran und mussten noch ein bisschen warten und da hatten wir wirklich sehr sehr schönes Wetter. Ähm ja und äh, beim also Driften ist halt im Prinzip, wenn man warten muss und wenn man wenn es entweder zu tief ist, um den Anker zu werfen oder wenn es sich nicht lohnt, den Anker zu werfen, weil man vielleicht nur, sag ich mal ein, zwei, drei Stunden überbrücken muss, dann lässt man das Boot einfach treiben. Und das war natürlich eine gute Chance für mich mit äh, der Drohne zu fliegen. Und ich bin auch geflogen und ich dachte mir, Super, du hast jetzt zwei Akkus. Jetzt knallst du den einen Akku durch und machst damit Video, und dann knallst du den anderen Akku durch und machst Foto. Ja, und den ersten Akku mit Video, den habe ich durchgeknallt. Und gerade juste, als ich mit dem zweiten Akku zum Fotos machen aufgestiegen bin, ähm, da sagte der Kapitän: Wir fahren jetzt übrigens weiter. Und dann dachte ich mir: Ach ja, lass ihn mal losfahren. Bis der irgendwie auf Speed ist, kann ich hier noch ganz in Ruhe äh, fliegen. Und dann merkte ich aber plötzlich also das Schiff fuhr los, das zog an, also irgendwie drei Knoten, vier Knoten, fünf Knoten, sechs Knoten. Und ich merkte also plötzlich, äh, wie das vom Wind halt so scheiße war, dass ich also richtig kämpfen musste, um von vorne vom Bug ähm, wieder in Richtung Brücke zu kommen. Und ich habe letztendlich nur zwei Fotos gemacht mit der Drohne. Ich muss die mal gerade raussuchen. Da bin ich jetzt gerade nicht so richtig vorbereitet, aber es kommt eventuell gleich. Äh, gib mir ein paar Minuten, Sekunden, Stunden. Irgendwie sowas in der Art. Genau so hier. Also das ist die Chicago Express in ihrer... In Größe und im Endeffekt bin ich also wirklich nur dazu gekommen, hier diese zwei Fotos zu machen. Ich bin also, ich habe hinten gestartet, habe das Foto gemacht, bin dann nach vorne geflogen, habe das Foto gemacht. Ähm, und dann wollte ich eigentlich noch ein bisschen von aus unterschiedlichen Perspektiven was machen. Ja, und ähm, dann ging das halt schon los. Das Schiff fuhr dann weiter. Was ich dann halt hinterher gemacht habe aus dem Video, konnte ich dann aber glücklicherweise noch einiges an Standbildern exportieren. Also da ähm, 4K-Video, das ging eigentlich ganz gut. So, dann war hier noch die Frage, welche... Dro warte mal, warte mal, warte mal. Äh, na, na, na. So, ja, dann habe ich hier den Klassiker nochmal gemacht. Ähm, wobei, hier sieht man halt, dass das Schiff, das, da habe ich halt gefilmt, da sieht man, dass das Schiff gerade nicht fährt. Und wer das Bild kennt von der Leverkusen Express, das ist halt insofern cooler, weil man hier hinten das Kielwasser sieht, ne? Aber gut, immerhin äh, nochmal aus dem Video ein bisschen was exportiert. Ähm, ja, welchen Druck hatte ich dabei? Äh, welche Drohne hatte ich dabei? Ähm, die äh, DJI Mini 3 Pro. Und ich muss sagen, jetzt so im Nachhinein, also für solche Zwecke, da ist dann doch irgendwas Stärkeres besser. Also da hat sich gefühlt damals meine Phantom 4 viel besser geschlagen. Also die war äh, auf meiner Reise mit der Löberkusen-Express, die hat da echt einen viel, viel besseren Job gemacht. Ist natürlich äh, ein extra Gepäckstück gewesen. Ne? So. Ähm, ja, Rüdiger, wann gibt es den nächsten Stream mit Faisy? Das hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Also für alle, die später eingeschaltet haben, Faisy ist krank. Der liegt flach. Den hat es richtig erwischt. Und deshalb ähm, ist das heute hier nur ein Stream von mir alleine. Eigentlich hatten wir für heute äh, wieder geplant, aber das haben wir jetzt auf Freitag verschoben. Das heißt, jetzt am kommenden Freitag, wenn Faisy dann wieder fit ist. Ähm, ich weiß nicht genau, was er hat. Also Corona ist es wohl nicht, aber er sagt, dass es ihn wohl richtig erwischt hat. Also irgendwie so eine Erkältungsgrippe-Geschichte. Ähm, und ich hoffe, dass er bis Freitag dann wieder fit ist. Ja, ihr Lieben, ansonsten war es das eigentlich erstmal. Ähm, es gibt übrigens mittlerweile das vierte Hashtag Mini, diesmal mit Porträts. Ja, ähm, äh, da habe ich so ein bisschen mal bei mir im Archiv gewühlt und äh, mache mich hier nicht mehr so. ähm, Und da habe ich halt mal verschiedenste Porträts aus meiner. Ja, quasi aus den letzten zehn, zwölf Jahren, die mir persönlich äh, sehr gut gefallen, zusammengesucht. Selbst hier so ein, noch von dem Bootsmann auf der Leverkusen Express. Ähm, ja, also falls ihr Bock habt oder das noch nicht habt, dann könnt ihr das mittlerweile auch bestellen. Habt ihr noch Fragen? Dann gerne her damit, weil ansonsten haben wir jetzt irgendwie schon die Stunde voll. Die Zeit ging dann ja doch irgendwie relativ flott rum. ansonsten bin ich eigentlich mit dem, was ich zu erzählen habe, so langsam am Ende? Ich denke dass äh, ja ich kann mir vorstellen, dass äh, Faisy vielleicht auch noch mal äh, die eine oder andere Frage hat, aber ansonsten brauche ich jetzt erstmal ein bisschen Zeit dieses ganze Material aufzuarbeiten, aufzubereiten, dann ähm, äh, was wollte ich sagen, Video zu schneiden. Also ich habe schon eine Idee für ein Video, ich habe schon so ein so einen roten Faden. Ähm, ja, also insofern. Stefan, habt ihr den Anfang nicht mitgekriegt? Äh, du kannst übrigens äh, das Video von Anfang gucken. Du kannst einfach unten diese Leiste nehmen, zack, gehst zurück und dann kannst du es von äh, Anfang an äh, anschauen. Aber ähm, ein Buch werde ich wahrscheinlich nicht machen. Ganz einfach deshalb, weil sich natürlich die Themen auf so einem ähm, Schiff wiederholen. Das heißt, ich habe natürlich viele Fotos gemacht, die ich auch schon ähnlich auf meiner ersten Reise gemacht habe. Aber es sind natürlich auch viele neue entstanden und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich ähm, auf jeden Fall ein großes Hashtag machen möchte. Also das Hashtag gibt es ja auch in dieser großen Form. Da gab es schon lange keine Ausgabe mehr davon und äh, das möchte ich auf jeden Fall machen und vielleicht mache ich sogar ein... Äh, Mini dazu, also ein großes und ein kleines ähm, mit jeweils unterschiedlichen, ähm, unterschiedlichen Bildern. Dann da drin, ne? da muss ich aber mal gucken, was jetzt das Bildmaterial hergibt, ob ich da zwei von äh, zwei Hefte mit gefüllt kriege, weil das soll nicht einfach klein und groß sein mit den gleichen Bildern. Also, wenn dann soll das schon irgendwie unterschiedliche sein, so. <laughs> Erwin, ich habe kein neues Tattoo bekommen. Also äh, das eine, was ich habe, das reicht mir. Ich bin nicht der Tattoosucht verfallen. Ähm, ähm, ja und Andy, wie viele Kameragurte ich jetzt nachholen muss? Ich bin damit tatsächlich schon durch. Ich habe das ganze Wochenende geklöppelt wie ein Bekloppter und wir sind, was Seemannsgarn angeht, wieder äh, pari. Also falls jemand Seemannsgarn bestellen möchte, das würde tatsächlich morgen noch in die Post gehen. Könnte sich eventuell als Weihnachtsgeschenk Ausgehen. So, und der Frank, äh, das ist eine Frage, die ich übrigens sehr oft bekomme. Was kostet so eine Re Seereise? Ich kann dir das nicht sagen, weil ich das nicht als Urlaubsreise gebucht habe. Ich weiß, dass es sogenannte Frachtschiffreisen gibt. Da müsst ihr einfach mal nachgoogeln. Und da gibt es halt verschiedene Reedereien, die so etwas anbieten. Da kann man als Passagier mitfahren. Die Info, die ich habe, ist, dass ich das irgendwo. Zwischen 120 und 180 Euro am Tag bewegt. Aber bitte mit ganz viel Vorsicht genießen. Also, das ist mal ein Preis, den ich aufgeschnappt habe. Das kann deutlich teurer oder auch günstiger sein. Ähm, von daher, ich kann da nichts zu sagen, weil in meinem Fall ist es halt so, dass das jetzt nicht eine gebuchte Reise war, sondern das ist halt einfach ein ähm, Auftrag für Habak Lloyd gewesen. Ich habe da einen sehr guten Deal mit Habak Lloyd, der halt auch beinhaltet, dass ich die Bilder für mich auch nutzen kann, Hapag Lloyd nutzt die halt auch und auch das Videomaterial, also es ist im Prinzip so, so ein, ich sag mal so ein Kooperationsjob und dadurch ähm, habe ich halt diese Möglichkeit bekommen. Ja und wie lange? Also ich war insgesamt jetzt, ich bin gestartet in Genua, dann sind wir nach äh, Fos-sur-Mer, das ist in der Nähe von Marseille, danach sind wir nach Barcelona, dann sind wir nach Valencia. Das war der letzte Stopp im Mittelmeer. Dann geht es raus auf den Atlantik, an Gibraltar vorbei. Und die Überfahrt über den Atlantik, die hat, glaube ich, zehn Tage gedauert. Vielleicht waren es auch elf. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Nee, ich meine, es waren zehn Tage. Und insgesamt war ich, glaube ich, 19 oder ich glaube, ich war ziemlich genau 19 Tage an Bord. Oder 20. Irgendwie sowas um den Dreh. Ja, das zu zu der äh, Dauer der Reise. Gut, ihr Lieben, ähm, dann machen wir noch einfach Folgendes. Ich spiele jetzt noch mal den Anfangs Countdown als Abspann. Vielleicht hat ihn der ein oder andere nicht gesehen, aber ich finde ihn eigentlich ganz cool. Insofern ähm, ja, hauen wir den einfach noch aus. Gut, Leute, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.